Die verzauberte Prinzessin. Es war einmal ein schlichter Handwerksmann, der hatte zwei Söhne. Die hießen Helmerich und Hans. Dieser ging einst aus seinem Dörflein in die nahe Stadt, um Geschäfte mancherlei Art abzutun. Als er am Abend schon auf dem Heimweg begriffen, in der äußeren Schenke noch einen stärkenden Trunk tat, machte ihn ein höchst lebhaftes Gespräch, das einige junge, zechende Männer führten, aufmerksam. Er lauschte mit Augen und Ohren, denn die Rede jener Leute ging von nichts Geringerem als davon, dass ein herrliches Schloss mit unermesslichem Gold und Gütern zu gewinnen sei. In diesem Schlosse schmachte eine holde Prinzessin verzaubert nach Erlösung. Welche Prinzessin dem Glücklichen, der sie durch pünktliche Erfüllung dreier Proben, die ihm auferlegt würden, erlösen würde, die königliche Hand reiche und ihn zu ihrem Gemahl erhebe. Derjenige, dies war aber der Zusatz, der die drei Aufgaben nicht löse, so er doch die Prinzessin begehrt, müsse das Leben lassen und kehre nimmer wieder. Nachdenklich und mit hochschlagendem Herzen schritt der ehrliche Meister über die vom Abenddämmer umsponnene Heimatflur seinem Dörflein zu. Schon sah er in Gedanken seinen ältesten Sohn, Helmerich, den er ungleich mehr liebte als seinen anderen, Hans, im Königsschloss und die holde Prinzessin als seine hochverehrteste Schnur. Daheim teilte er nun seinem lieben Weibe und seinen Söhnen die goldene Neuigkeit mit, und alle waren ganz erstaunt über diese Mär. Der Vater gebot nun gleich seinem Lieblingssohn Helmerich, sich aufzumachen und das Wagestück zu bestehen. Die Sache litt keinen Aufschub. Sollte Helmerich das schöne Schloss gewinnen und die Prinzessin einnehmen, so musste das Werk rasch unternommen und ausgeführt werden. Denn es leuchtete dem klugen Meister als ganz natürlich ein, dass viele andere sich auch daran wagen könnten und würden. Und Helmerich war auch so entzückt und begierig und bereits in seinem stolzen Herzen des Sieges so gewiss, dass er schon mit Hofart und verächtlichen Blicken die kleinliche Welt um sich hermaß und ungeduldig der Stunde entgegenharrte, da er auf einem schönen gezäumten Ross davonfliegen und dem ihm bestimmten Glück in die Arme eilen sollte. Endlich schlug die ersehnte Stunde. Scheidend verhieß Helmerich, schon im Gefühl seiner Königswürde, voll unaussprechlicher Huld und Güte, seinen armen Eltern, deren ganzes Vermögen sich in das stolze Ross verwandelt hatte, er wolle sie, samt seinem dummen Bruder Hans, in einem sechsspännigen Wagen abholen lassen, sobald er die Prinzessin erlöset habe. Hans weinte, denn er fühlte sich gar sehr zurückgesetzt und gekränkt. Indessen, er arbeitete treulich und bald fröhlich für den Unterhalt seiner lieben Eltern. Helmerich reiste stattlich von Ort zu Ort. Des Sommers blumenreiche Gefilde breiteten sich immer lieblicher und erquickender vor seinen Blicken aus, je mehr er sich dem herrlichen Ziele näherte, je zauberischer und prächtiger gestaltete sich die Natur. Rauschende Wälder und trauliche Bäche, klar duftende Wiesen, spiegelnde Teiche, anmutige Höhen und wogende Saatfelder wechselten auf das Angenehmste miteinander ab. Hier schien es so paradiesisch, dass Helmerich keinen Zweifel hegte, das zu gewinnende Königsgebiet bereits betreten zu haben. Und wirklich schimmerte endlich in der sonnenlichten Ferne ein goldglänzender Punkt. Da zitterte die wildeste Freude durch Helmerichs Herz. Er jauchzte laut und schlug mit der Reitergerte weit um sich.
So trabte er am Saume eines frischen Laubwaldchens hin und scheuchte die Vöglein, die goldgefiederten, harmlosen Sänger von den Zweigen. Bald kam er an einem großen Ameisenhügel, der im Wege lag, und er ließ ihn mutwillig von seinem Ross zertreten und zerstampfen, sodass die erzürnten Geschöpfe an sein Pferd und an ihn selbst krochen und ihre Rache mit schmerzerregenden Bissen ausließen, bis Helmerich wütend sie alle zerschlug und zertrat. Und weiter kam er an einen silberhellen Teich. Da schwammen 12 weiße Entchen. Der böse Helmerich lockte sie ans Ufer und trat sie tot. Nur ein einziges entkam. Dann kam er an einen schönen Bienenstock und tötete aus purem Frevelmut auch die kleinen fleißigen Künstler. So übte er an allem, was ihm aufstieß, die Tücke eines bösen Herzens. Immer herrlicher erhob sich in der Ferne das Königsschloss. Sein Dach war gülden, auf den zierlichen Türmen wehten hellschimmernde Fahnen. Das Gebäude war von Marmor aufgeführt, die hohen Fenster blinkten wie Flammenspiegel und rings war es umrauscht von schattenden Myrtenbäumchen, umblüht von den herrlichsten Blumen und Rosenbüschchen. Doch immer geheimnisvoller wurde das Schweigen, das sich über diesen Zauber verbreitete. Helmerich stand jetzt an der hohen Pforte und klopfte ungeduldig, bis ein altes Mütterlein mit spinnenwebfarbigem Gesichte und schreckendem Gespensterputz erschien und mit Widerwillen nach seinem Begehren fragte. »Nun, die Prinzessin will ich erlösen«, war Helmerichs kecke Antwort. »Sage, was soll ich tun, altes Weib?« »Da musst du morgen früh 9 Uhr wiederkommen«, sprach das Mütterlein, »wo ich dich hier erwarten und das Weitere mit dir vornehmen werde.« Zur bestimmten Zeit stellte sich Helmerich ein. Das Mütterlein erschien und trug ein kleines Fass voll Leinsamen, den sie bald auf einer schönen Wiese ausstreute, und zu Helmerich sagte, »Lies alle Körner wieder zusammen, auf dass nicht eins fehle. In einer Stunde komme ich wieder, mein Sohn, da muss diese Aufgabe gelöst sein.« Aber der hochfahrene Helmerich mochte sich nicht bücken in seinem modisch engen Gewande und spottete der albernen Aufgabe. Er spazierte auf und ab, bis das Mütterlein wiederkam und mit hohen, lachenden Mienen das leere Fässlein anblickte. Nun hatte sie 12 goldene Schlüssel, die sie in den nahen, spiegelnden Teich warf, und sie sagte zu Helmerich, »Diese Schlüssel sollst du wieder herausholen, auf dass kein einziger fehle. In einer Stunde komme ich wieder, mein Sohn, da muss diese Aufgabe gelöst sein.« Helmerich spähte hinein in das Wasser. Er schnitt Baumzweige ab und häkelte hinein, aber er brachte keinen einzigen Schlüssel heraus. Er stieg selbst ins Wasser und kam nur mit Mühe wieder ans Ufer, ohne einen Schlüssel gefunden zu haben. Mütterlein kam und Helmerich hatte seine Aufgabe nicht gelöst. Da führte sie ihn die schöne Marmortreppe hinan und öffnete des Schlosses hohe goldene Pforte. Dann schritt sie weiter voran durch herrliche Zimmer und Säle, bis sie endlich in ein anmutiges Gemach traten, wo tiefschweigend 3 verschleierte Frauen saßen. Eine war wie die andere gekleidet. »Nun wähle dir eine von diesen Frauen«, sprach das Mütterlein. »2 davon sind böse und eine ist gut. Wählst du die Gute, so bist du ewig glücklich. Wählst du aber eine Böse, so befiehl dir deine arme Seele. In einer Stunde komme ich wieder, mein Sohn, da muss diese Aufgabe gelöst sein.« Nun stand Helmerich schwankend und unschlüssig, bis es 12 Uhr schlug und Mütterlein hereintrat. Da deutete er flugs nach der Rechten. Die Zaubergestalten erhoben sich und die Schleier rauschten zur Erde. Die mittelste war ein holdseliges Mägdlein. Ihr schöner Liliennacken war umwallt von reichen Locken,
Ihre Hände und Brust waren mit funkelndem Geschmeide behängen und auf dem Haupte trug sie eine goldene Krone. Ihr wehmütiger, tränender Blick haftete eine kurze Minute auf Helmerichs Angesicht, dann senkte sie das Tränenauge und der Schleier sank wieder leise über die zarte holde Gestalt hin. Die beiden aber zur Rechten und Linken waren hässliche Furien. Ihre Augen sprühten feurige, helle Flammen. Ihre Zähne schlugen knirschend aneinander. Und an ihren Häuptern wuchsen Hörner hervor. Und an den Händen abscheuliche Krallen. So stürzten sie mit höllischer Freude nach dem Unglücklichen und schleuderten ihn zum Fenster hinaus, wo er in einem dunklen Abgrund auf immer verschwand. Und dann verschwand auch alles Übrige. Schloss, Prinzessin und Zauberhain. Ein Jahr war verflossen und wieder schmückten des Frühlings rosige Blüten die Erde, aber bei dem armen Handwerksmann war noch kein sechsspänniger Wagen angekommen und auch keine Kunde, dass die Prinzessin erlöst sei. Die Eltern gaben schmerzlich ihren Sohn Helmerich auf. Und Hans fühlte heimlich eine herzliche Lust, auch einmal sein Glück zu versuchen, wiewohl er dies Vorhaben sorglich vor seinen Eltern verbarg. In einer hellen Mondnacht schlich er sich davon, ohne Ross und ohne Reisegeld, und wanderte wohlgemut durch Länder und Städte. Er nährte sich von Waldbeeren und Wurzeln, trank aus der klaren Quelle, sang mit den frommen Vögeln und schlief sorglos und harmlos auf dem weichen Moose des dunklen Waldes. So wanderte er fröhlich fort, bis er eines Mittags an ein schattiges Laubwäldchen kam. Dort begann das Gebiet des Zauberschlosses. Wie selig schlug sein Herz, als er dieses paradiesische Land überschaute. Verklärt von rötlichem Schimmer lag es vor seinen Blicken ausgebreitet, und von mächtigem Zauberreiz war er also ergriffen, dass er trunkenen Sinnes auf seine Knie sank. Es umfing ihn ein süßer Schlummer, und er träumte lange, auf dem kühlen Waldmoose ruhend. Eine holde Frau, umwallt von hellschimmerndem Gewande, stieg zu ihm hernieder und reichte ihm eine Schale voll süßen Wassers, das er trank und welches ihn himmlisch erquickte. Und weiter taten sich goldene Herrlichkeiten vor seinem Traumblicke auf, liebliche Mägdlein in blumigen Gewändern umtanzten ihn und trugen ihn empor auf einen goldenen Thron, wo die holde Frau saß, die ihm lächelnd und liebseligen Blickes eine blitzende Krone überreichte. Also ward Hansens gutes, frommes Herz im Traume von Seligkeiten erquickt. Als er erwachte, trat die Morgensonne in rosigem Schimmer aus dem dunklen Pforten der Nacht. Er wanderte rasch von dannen und kam bald an einen großen Ameisenhügel, der halb zertreten und zerrissen im Wege lag, und er blickte sinnend den fleißigen Tierchen zu, wie sie emsig zusammentrugen und an ihrem Bau arbeiteten. Er selbst wollte helfen. Allein bald krochen die Tierchen an ihn und bissen ihn. Da las er sie alle von sich herunter und tötete keines. Weiter wandernd kam er an den schönen Teich, und es schwammen abermals 12 weiße Entchen darauf. Ihre Federn glänzten wie Silber. Und sie schwammen ans Ufer, und er streute ihnen Futter, hatte so seine herzliche Freude an ihnen. Bald kam er auch an einen großen Bienenstock und freute sich über den Fleiß der Tierchen und über ihre Kunst. Still betrachtend pries er die Größe, Weisheit und Güte des liebevollen Schöpfers. In goldener Klarheit lag nun das wundersam herrliche Schloss bei ihm. Seine Augen vermochten kaum den Glanz zu ertragen, der es ringsum strahlte. Zagend schritt er näher und zweifelte gänzlich an der Erfüllung seines vermessenen Vorhabens. Doch stärkte ihn mächtig der Gedanke an seinen wundersamen Traum. Und es trieb ihn vorwärts,
ob er auch zagte und zitterte. So stand er an der Pforte des Schlosses und klopfte leise, bis das Mütterlein erschien und nach seinem Begehr fragte. Bescheiden sprach er: »O Mütterlein, glaubst du, dass ich die Prinzessin erlösen kann? Sieh, ich bin ein armer Knecht, so du meinst, ich sei zu gering, will ich das schöne Schloss nur anschauen und wieder heimwandern.« Mütterlein aber nahm freundlich des Jünglings Hand und strich ihm mit ihren kalten, knöchernen Fingern die Locken von der Wange und musterte seine schöne Gestalt und bescheidene Kleidung. »So du drei Proben bestehst«, sagte sie, »ist die Prinzessin und das reiche, schöne Schloss dein, und du bist König über dieses holde Land. So du sie nicht bestehst, da du sie doch begehrst, wird es dich dein Leben kosten.« Mit dem Mute eines reinen Herzens blickte Hans empor und sprach: »Wohl an, Mütterlein, sage, was ich tun soll.« Und die Alte brachte das Fässlein voll Leinsamen und streute ihn rings auf die grünende Wiese aus und sprach: »Lies alle Körnlein wieder zusammen, auf dass nicht eins fehle. In einer Stunde komme ich wieder, mein Sohn. Da muss diese Aufgabe gelöst sein.« Wie unendlich fleißig las Hans die Körnlein von der Wiese, aber es schlug schon drei Viertel und er hatte das Fässer nicht halb voll. Da verzagte er schier, doch erwartete er das gestrenge Urteil mit Ergebung. Aber siehe, plötzlich kroch eine Schar schwarzer Ameisen heran, die trugen alle Körnlein zusammen in das Fass, dass es in wenigen Minuten so voll war wie vorher. Das Mütterlein kam, oh wie freudig trug ihr Hans das Fässlein entgegen. Darauf warf sie die 12 Schlüssel in den nahen Teich und sprach: »Diese Schlüssel sollst du wieder herausholen, auf dass kein einziger fehle. In einer Stunde komme ich wieder, mein Sohn, da muss diese Aufgabe gelöst sein.« Nun gab sich Hans die größte Mühe, brachte aber keinen einzigen Schlüssel aus der Tiefe. Verzagend saß er am Ufer und sah schon das furchtbare Gericht über sich ergehen. Und siehe, da schwammen 12 silberweiße Entchen heran, und ein jedes trug einen goldenen Schlüssel in seinem Schnäbelein und warfen sie an das frischgrüne Ufer. Glückselig trug Hans die goldenen Schlüssel dem Mütterchen entgegen und sandte still ein Dankgebet zum Himmel empor, dass ihm so wunderbare Hilfe widerfahren. »Nun kommt die letzte Probe, mein Sohn, doch auch die schwerste«, sagte das Mütterlein und führte den Jüngling in das Zauberschloss, durch hohe, herrliche Säle und Zimmer, bis sie in das Gemach der 3 Schleierfrauen gelangten. »Nun wähle dir eine von diesen Frauen«, sprach das Mütterlein. »2 davon sind böse und eine ist gut. Willst du die Gute, so bist du ewig glücklich. Willst du aber eine böse, so befiehl deine arme Seele. In einer Stunde komme ich wieder, mein Sohn, da muss diese Aufgabe gelöst sein.« Wie zitternd und zagend blickte Hans die 3 schweigsamen Zaubergestalten an. Eine wie die andere saß ruhig und geheimnisvoll. Sein Auge verdunkelte sich. Seine Seele schwebte zwischen Todesangst und glückseliger Hoffnung. Da sank er auf die Knie und betete. Ein leises Summen um sein Haupt unterbrach die angstvolle Totenstille. Es umflüsterte ihn eigentümlich wie Geisterstimmen. Da blickte er empor und sah unzählige Bienen sein Haupt umkreisen, und es schwirrte ganz leise aus jeglichem Bienenmund: »Die Mittle, die Mittle, die Mittle.« Da trat Mütterlein herein, und Hans deutete auf die mittelste Zaubergestalt. Rauschend fielen die Schleier der Frauen zu Boden. Zu beiden Seiten standen die hässlichen Furien, und mitten innen das holdselige Mägdlein.
Ein Donnerschlag erschütterte die Luft, durchbebte die Erde und die scheußlichen Furien stürzten heulend zum Fenster hinaus in den furchtbaren Abgrund. Aber die Prinzessin, voll unaussprechlichem Liebreiz, umfing den glücklichen Jüngling und lispelte wonneselig: »Aber danke, du Teurer! Siehe, dein reines, frommes Herz hat mich befreit! Und nur ein reines, frommes Herz konnte mich befreien! Du bist nun mein, und ich bin dein, mein süßer Bräutigam!« Darauf hatte Hans in seiner Freude nichts Eiligeres zu tun, als einen goldenen Wagen mit 6 Pferden bespannt, in seine Heimat zu senden und seine Eltern holen zu lassen. Und alle lebten glücklich in dem Zauberschloss bis an ihr Ende.